Ah, EW, boah, ja, ich hab mega Hunger, ey, Leute, können wir, ich hab einen guten Tipp irgendwie für Essen in Köln, ich bin richtig hungrig gerade, Mann. Leute, was geht, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Sky, was geht, guten Tag, meine Freunde, hallihallo und herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Minecraft Sky. Und Leute, heute dreht es sich alles um diesen Kandidaten hier, um diesen wunderschönen Kopf von Dena. So, Leute, denn ich nehme an, dass ein paar Leute wahrscheinlich schon Bescheid wissen, es gibt jetzt gleich noch mal ein paar Livestream-Ausschnitte, meine Freunde. Und zwar bin ich nämlich zu Dena und Easy hingegangen und habe da mal ein bisschen Scheiße gebaut. Weil ich dachte, ganz ehrlich, Leute, ich bin da rumgelaufen, ich habe meine Items gesucht und ich habe sie partout nicht gefunden. Viele Zuschauer schreiben mir immer noch in die Kommentare und auch in den Stream-Chat, Leute, dass meine Items irgendwo da versteckt sind. Und ich glaube bis heute nicht, dass meine Items komplett verloren gegangen sind, meine Freunde. Und ich dachte mir ganz ehrlich, okay, da ist es auf jeden Fall mal an der Zeit, ein bisschen Rache zu zeigen, Leute. Und diese Rache habe ich auf jeden Fall auch gut ausgeübt, würde ich sagen. Ich habe hier einen ganz kurzen Livestream-Ausschnitt für euch, meine Freunde. Ich würde sagen, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und ich würde sagen, viel Spaß jetzt damit. Guck mal hier, Leute, ist doch viel schöner, oder? Ist doch viel schöner so, Leute. Guck mal, sieht doch viel besser aus, Mann. Das Ding ist halt auch, die werden sich halt auch freuen, weil jetzt haben sie ja endlich mal eine vernünftige Brücke zu sich nach Hause. Dup-di-dup-di-du. Dena, Dena, das hast du jetzt davon. Fick nicht mit mir, sonst zerstöre ich dir. Dena, Dena, ich mache dich kaputt. Im UFO hau ich dir aufs Maul, in den Minecraft spreng ich alles zu Schutt. Super geiler Reim. Server wird sicher abstürzen. Ach, ich bin ein. Oh, es kann sein, dass der Server crasht, ne? Bist du in dem Bett? Ja. Oh, Leute, schau euch das mal an. Sieht das Alter. Nicht geil aus? Sieht das Hast nicht du geil genug aus? TNT hingestellt? Oh ja, bis hinten durch. Gib mir mal ganz kurz bitte das Obsidian. Boah, das fuckt richtig ab. Nee, ich mach's drei Blöcke breit. Das ist noch schlimmer. Das Obsidian. Ja. So, Leute, guck mal hier. Es ist doch wunderschön. Oh, ich hab's angezündet. Echt jetzt? Nein, Spaß. Ich dachte gerade, ich wär down, ne? Guck mal, Leute, die freuen sich doch bestimmt über ihre neue Obsidian-Brücke, Alter. Also, wenn Dena das nicht freut, Leute. Die wollten sich ja eigentlich abkapseln, ne? Aber jetzt ja. Eine Obsidian-Brücke, Leute, ey. Besser als vorher auf jeden Fall, oder nicht? Digga, eine Obsidian-Brücke. Brauchen wir ja nicht, oder? So, Leute. Ich würde sagen, Sinus, Leute, Sprengungszeit. 1, 2, 3 und los geht's. Denkst du, der Server crasht? Aber es jetzt frisst sich ganz gut durch. Guck mal. Was? Es geht nicht weiter. Lol. YOLO. YOLO, YOLO, YOLO. Ja. Lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück. Zieh das, lauf, 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 lauf. Alter, es explodiert. Was? Oh ja, oh ja, es frisst sich, es frisst sich. Oh ja, Leute, oh ja. Oh ja, Baby. Oh, wunderschön. Wunderschön. Guck mal, Leute. Ey, wenn diese Brücke, Leute. Also, wenn diese Brücke jetzt nicht schöner ist als alles, was die vorher hatten, ja? Es geht weiter. Oh, geil. Oh, geil, Leute. Ja, sehr schön. Guck da mal hier. Perfekt, Leute. Ist doch schön. Perfekt jetzt, ja? Ja, die Polizei muss einfach mal hier Selbstjustiz machen, Leute. So. Neue Brücke für den, ja. Da kommen aber keine Fackeln drauf, weil sonst spawnen hier keine Mobs, ne? Ist natürlich langweilig. Ihr habt gerade gesehen, was ich gemacht habe. Ich bin erstmal hingegangen und habe quasi die komplette Holzbrücke, die sie haben, von denen einfach mal gesprengt, weil ich dachte, ich muss hier irgendwie kompensieren, was ich verloren habe, meine Freunde. Und deshalb dachte ich, okay, wenn ich irgendwas Gebautes von den beiden kaputt mache, geht es mir besser. Habe aber dann relativ schnell gemerkt, okay, irgendwie hilft mir das nicht weiter, meine Freunde. Und habe dann halt noch erfahren, okay, die beiden wollten die Brücke sowieso loswerden. Was habe ich also dann gemacht? Ich habe mir ein bisschen Obsidian geschnappt, meine Freunde, und bin hingegangen und dachte mir, okay, gut, dann sprengen wir halt die Holzbrücke und bauen dafür eine Obsidianbrücke hin. Finde ich eigentlich nur fair, meine Freunde. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hin und komplementieren das Ding so ein bisschen. Wie gesagt, Leute, ich finde, das ist kein allzu schlimmer Troll, denn die beiden haben dadurch ja keinen direkten Schaden. Ich meine, es ist halt ein bisschen abgefuckt, so eine Obsidianbrücke abzubauen, aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich ihre komplette Basis gesprengt. Und viele Leute haben sogar gesagt, okay, Revi, eigentlich hättest du genau das machen müssen. Normalerweise hättest du schon wieder. Ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Kann ja auch mal irgendwas... Warum ist es denn nur bei der Insel so? Ich verstehe es nicht. Kann mir das mal in die Kommentare schreiben, warum das immer passiert, Leute. Wie dem auch sei, Leute, viele Leute haben im Streaming-Chat geschrieben, Revi, spreng auf jeden Fall deren ganze Insel. Die haben sich anders verdient. Du hast so lange an den Sachen gefarmt. Aber ich dachte mir, wisst ihr was, Leute? Ich bin ein bisschen besser als die beiden und gehe einfach mal hin und baue jetzt einfach noch mal ein bisschen was dazu. Denn wie gesagt, die beiden sollen schön richtig, richtig lange daran arbeiten, diese Scheiß-Obsidian-Brücke wieder abzubauen. Oh, Backup starting. Prepare for possible lag. Ja, lustig, Alter. Prepare for possible lag, Alter. Bei Minecraft Sky.
possible lag. Wahrscheinlich, Alter. Es könnte eventuell passieren, dass es laggt bei Minecraft Sky. Aber nur vielleicht. Also nicht, dass das schon mal passiert ist hier bei Minecraft Sky. Es gab noch keine Lags. Ich würde sagen, meine Freunde, wir komplementieren jetzt mal meine Arbeit, die ich im Stream begonnen habe und bauen diese wunderschöne Brücke jetzt mal fertig, Leute. Sie ist auf jeden Fall gerade bei Gommes Grundstück. Ich weiß gar nicht, ob das Gomme jetzt so sehr gefällt. Ich hoffe mal, dass Gomme damit gar kein Problem hat. Sonst baue ich die Brücke einfach später weiter in die Richtung, so wo sie auch eigentlich hingehören sollte. Ich würde sagen, meine Freunde, wir bauen sie auf jeden Fall noch mal ein gutes Stück weit breiter, damit die beiden da, wie gesagt, noch ein bisschen dran zu knabbern haben. Soll ja auch ein bisschen Arbeit für die beiden sein, ne? Die sollen ja nicht ganz ungeschoren davon kommen. Die beiden werden auf jeden Fall, beziehungsweise mindestens Dena wird vor Gericht gestellt. Ich glaube, Izzy ist der relativ unschuldig, beziehungsweise ich glaube, Izzy ist der Unschuldige von den beiden. Aber Felix, wie gesagt, Felix muss seine gerechte Strafe jetzt einstecken und leider Gottes hat Izzy auch Felix aufgenommen zu sich, sodass Izzy jetzt halt die Schmach mit der Obsidian-Brücke irgendwie tragen muss. Ich weiß, das ist ja wahrscheinlich nicht komplett fair und sowas in euren Augen, Leute, nur ich muss halt irgendwas tun. Ich glaube eigentlich, dass es ein ganz lustiger Troll ist, weil Felix jetzt echt eine Menge Arbeit hat mit dieser scheiß Obsidian-Brücke und er niemals im Leben hingehen wird, diese Obsidian-Brücke abzubauen. Sprich, die beiden haben auf jeden Fall immer eine schöne, solide Brücke zu sich rüber und ich meine, das ist doch auch was Besonderes. Muss man einfach mal so sehen, Leute. Die haben jetzt immer eine Brücke, die keine Luft jagen kann. Ja, also ich glaube, ich helfe den beiden sogar damit ein bisschen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das sieht doch deutlich besser aus als diese Holzkack-Steinbrücke, die sie vorher hatten. Also ich glaube, auch architektonisch gesehen hat so eine Obsidian-Brücke was ganz, ganz anderes, Leute, als so eine hässliche Holzkack-Steinbrücke, die sie da vorher hatten. Ich meine, das vermittelt ja auch so ein Gefühl von Sicherheit, wenn man hier drüber läuft. Man fühlt sich ja einfach auch besser und gut, wenn man über diese Brücke stolziert, Leute. Merkt ihr das schon, wie ich mich hier einfach sicher bewegen kann, Leute? Ich glaube, das war auch der Hauptgrund, warum ich das gemacht habe. Nicht, weil ich irgendwie meine blöden Rachegelübde stillen wollte. Nein, natürlich nicht, Leute. Nur, weil ich einfach der Meinung bin, dass die beiden, wie gesagt, einen sicheren Weg in ihre eigene Basis brauchen, Leute. So, ich würde sagen, wenn wir die 3 Stacks Obsidian verbaut haben, sollte das auf jeden Fall reichen. Und ja, ich glaube, so eine, wie gesagt, so eine Obsidian-Brücke, die macht sich schon ganz gut. Also, es ist auf jeden Fall echt schön, dass die beiden jetzt sowas haben. Keine Ahnung. Wie gesagt, Izzy, es tut mir echt leid, dass ich damit reinziehe. Es ist nur Dena Schuld und nur Dena Schuld, ja. Wobei man dir auch eine Teilschuld zukommen lassen könnte, Izzy, denn du hast die Sachen immerhin versteckt vor mir und hast meinen Cleaver einfach behalten, du dreckiger Dieb. Aber Izzy, das verzeih ich dir einfach mal, weil ich weiß, dass Felix ein sehr, sehr, sehr schlechter Umgang ist für dich und sicherlich einen schlechten Einfluss auf dich gehabt hat. Aber lieber Felix, dir verzeih ich gar nichts und du hast es einfach nicht anders verdient. So Leute, mit der restlichen Zeit der Folge würde ich jetzt einfach sagen, gehen wir einfach mal hin und bauen das Gerichtsgebäude, beziehungsweise fangen schon mal an mit der Insel davon, denn das muss ja auch irgendwann mal passieren. Schließlich braucht es ja irgendwann mal hier eine vernünftige Gesetzgebung. Es kann ja nicht sein, Leute, dass hier so Lynchjustiz, wie ich sie gerade selber hier praktiziere, weiter in der Stadt normal wird. Also es braucht auf jeden Fall jetzt hier, wie gesagt, eine geregelte Instanz, die jetzt quasi als Richter fungiert, Leute, und ich gehe auch gerne hin und baue das Gebäude, beziehungsweise die Plattform dafür. Ein Gefängnis haben wir sogar schon mal. So, dann nehme ich mir mal ein paar Wassereimer und dann würde ich sagen, geht's nach unten, Leute. Wir bauen mal, wie gesagt, eine ganz, ganz wunderschöne Plattform da unten. Nichts atemberaubendes. Muss einfach mal sein, Leute, dass hier, wie gesagt, mal ein bisschen was passiert in der Stadt. Ich habe im Moment echt das Gefühl, Leute, dass der Großteil der Spieler überhaupt keinen Bock mehr auf das Projekt hat, beziehungsweise gar nicht mehr online ist. Selbst Leute wie Mordado sieht man halt immer, immer seltener, obwohl Mordado tatsächlich jemand gewesen ist, der immer am Start gewesen ist. Also ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen in Minecraft Sky, aber Leute, vertraut mir, unser Roleplay-Ding wird Minecraft Sky retten und Minecraft Sky, wie gesagt, zu einem schönen, schönen Ende führen. Da bin ich auf jeden Fall echt sicher. Jetzt flackern hier gerade meine Lichter, Alter. Ich glaube, es spukt gerade. Wir haben gerade 7 vor 12, Alter. Gleich kommt um 12 Uhr der UFO-Geist und reißt mir den Kopf ab, Leute. Ist ein bisschen gefährlich hier. Darf man nicht unterschätzen im UFO, ne? Ist halt einfach mal eine alte Leichenhalle gewesen hier, das Haus. Ne, keine Ahnung, was das hier vorher war. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich stimmt das alles. Wahrscheinlich war das hier ein Irrenhaus, Alter. Ein Sanatorium, Junge. Und gleich kommt irgendein kopfloser Geist und beißt mir den Pimmel ab. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, Leute, wir brauchen hier, wie gesagt, schon mal die Grundzüge der Plattform, damit wir das auf jeden Fall schon mal vorbereitet haben für den Stream. Dann müssen wir jetzt nämlich die Arbeit schon mal nicht machen. Dann haben wir, wie gesagt, die Folge jetzt auch produktiv verbracht. Leute, das Inselbauen ist ja so eine Kunst für sich, muss man ja einfach mal ehrlich sagen. Das ist ziemlich, ziemlich anstrengend und ziemlich, ziemlich nervig, aber ich glaube, wenn man mal so ein bisschen dahinter gestiegen ist, geht das eigentlich ganz gut klar. So, jetzt habe ich hier gerade einen kleinen Fehler gemacht, das ist aber gar nicht so schlimm, Leute. Oh Gott, Alter, ich dachte gerade schon, ich falle jetzt hier runter. Lecko Fanobert, Alter, wäre natürlich jetzt nicht so geil gewesen. So, Leute, ich würde sagen, wir bauen mal ganz nach hier unten, bauen wir eine wunderschöne Plattform, Leute, auf die wir uns abseilen lassen können, beziehungsweise einen kleinen Zipfel, auf von dem wir quasi dann die Plattform aus bauen können. Hallo? Auch mal den Block da... Hallo? Auch mal den Block setzen oder nicht? Dankeschön. So. Gehen wir mal bis nach ganz, 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 ganz tief nach unten, meine Freunde. Und haben von da aus quasi eine wunderschöne Möglichkeit, diese wunderschöne Insel hier zu errichten. Ich würde sagen, das passt auf der Höhe schon ganz gut. Das hätte ich hier fast im Block hingesetzt. Leute, wie gesagt, das ist eine Kunst für sich hier, ne? Da muss man auf jeden Fall aufpassen mit. So. Und ich würde sagen, wir machen jetzt Folgendes, Leute. Ich baue jetzt hier unten mal so einen kleinen Auffangbecken drauf. Dann können wir nämlich hier unten, wie gesagt, ganz schön
Das Wasser einfach, oh Gott, Alter, ist das gefährlich hier. Leckt mich am Arsch, Freunde. Das ist nicht so einfach, wie es hier aussieht. Ne? Das ist, wie gesagt, eine hohe Kunst für sich. Und ich glaube, da braucht es auch echt einen Experten wie mich. Denn ich glaube, ein normaler Minecraft-Sky-Spieler würde hier dran verzweifeln, Leute. Das ist eine ganz alte Technik, die ich damals von meinem Großvater gelernt habe, ja. Der auch früher Insel im Himmel gebaut hat. Klingt ein bisschen verrückt, ist aber wirklich eine wahre Geschichte. Könnt ihr mir glauben, Daumen hoch, wenn ihr es nicht tut. Dann schwimmen wir mal ganz kurz nach oben, meine Freunde. Und haben schon mal die Grundzüge der Insel quasi fertiggestellt, wie gesagt. Wenn ich jetzt da unten eigentlich das Wasser reinlaufen lassen sollte, dann haben wir hier schon mal quasi die Grundform für die Insel fertiggestellt und können hiermit quasi weiterarbeiten. Passt mal auf, Leute. Und können dann von hier aus nach da unten runtergehen und von da aus einfach weitermachen. So, schaut mal her, dann können wir nämlich jetzt hier schon mal mit der Plattform anfangen und allem drum und dran. Das passt dann schon ganz gut. So, hier machen wir mal einen Block hin und da machen wir mal einen Block hin und da. So, jetzt können wir, wie gesagt, hier schon mal die Grundzüge der Insel bauen. Hier unten kommt da schon mal die Plattform hin, meine Freunde. Aber das ist alles eine Aufgabe, die ich gerne im Stream erledigen werde. Wie gesagt, am Samstag gibt es einen 5-Stunden-Stream. Die Zeit werde ich auf Twitter bekannt geben. Ich denke mal, ich fange nachmittags irgendwann an. Ich muss nämlich einfach noch mal ein bisschen Aktivität auf Twitch zeigen, Leute. Ich habe nämlich einfach in letzter Zeit echt ziemlich viel Spaß am Stream. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Wenn es euch gefallen hat, smasht auf jeden Fall einen Like-Button da oben. Lasst einen Daumen nach hoch da. Schaut nicht bei Dena und Easy vorbei, weil das sind zwei böse Menschen. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, ne, ihr wisst, was zu tun ist, meine Freunde. Macht's gut, euer Revi verabschiedet sich jetzt in den wohlverdienten Feierabend. Macht's gut in diesem Sinne, meine Freunde. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.